Nintendo Presents. A Retro Studio Game. Metroid Prime 2 Echoes. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, Metroid Prime 2 Echoes. Der Nachfolger von, naja, von Metroid Prime halt. Und ich will nicht sehen, das will ich nicht sehen. Ihr habt gerade nichts gesehen. Wie schnell das auch ging. Zumindest der Nachfolger von Metroid Prime. Und, ja, wie soll man sagen, auch ein sehr großartiges Spiel auf jeden Fall. Nicht so gut wie der erste Teil, weil es einfach einige Macken hat. Man muss einfach sagen, die Macken sind einfach dadurch entstanden, weil man hier ein völlig neues Spielprinzip versucht hat. Es entspricht überhaupt nicht dem typischen Metroid-Feeling eigentlich auch. Und geht in eine eigentlich ganz andere Richtung. Was ich sehr schön finde, ich meine, Retro hatte auch allen Grund dazu, das vielleicht zu machen, weil sie waren einfach auch gestärkt vom ersten Teil. Einer der erfolgreichsten Teile natürlich für die GameCube. Nur erfolgreicher war, glaube ich, bloß noch Melee. Also Super Smash Bros. Melee, wenn ich das richtig weiß. Also das zweite erfolgreichste Spiel auf der GameCube. Und naja, das hat man natürlich damals auch schon gemerkt, dass es eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und deswegen, ja, waren sie da halt auch einfach sicher, würde ich sagen, auf ihrem Platz als Entwickler von Nintendo, als Entwickler für Metroid Prime und konnten sich da auch ein bisschen erlauben, in eine andere Richtung zu gehen. Und wie das natürlich aussieht, das werden wir gleich sehen. Und ja, genau, das habe ich schon mal angefangen. Der B-Teil, wir nehmen jetzt C und das müsste dann funktionieren, ne? Ich glaube, hier war es so, dass man, ja, dass man einen neuen Spielstand erstellen kann, weil beim ersten Teil war es ja so, dass man den alten über... Nee, Quatsch, war es ja auch nicht. Nee, man muss einen neuen und dann kann man hier. Und es wird mir leid tun, aber ich werde es auf Experte spielen. Man muss noch dazu sagen, der zweite Teil, verdammt schwer an einigen Stellen. Sogar so schwer, dass er später in der Prime 3 Prime Trilogie an manchen Stellen ein bisschen, naja, leichter gemacht wurde, muss man tatsächlich sagen. Aber, naja, wir spielen auf Experte und schauen mal, wie es läuft. Missionsakte 02546. Vor 8 Tagen ging der Kontakt zur Einheit Bravo der Galaktischen Föderation verloren. Vertragliche Vereinbarung. Der föderierte Trupp ist ausfindig zu machen und Unterstützung ist zu leisten. Bestätigung der Daten. Letzte Übertragung wurde aus der Dasha-Region von einem verlassenen Planeten namens Aether empfangen. Übertragung der letzten bekannten Koordinaten. Und damit sind wir schon im Spiel und, naja, notgelandet, muss man ja gerade sagen.
auch ein bisschen eine Neuerung, würde ich sagen. Und zwar, dass wir nicht unbedingt freiwillig auf diesem Planeten gelandet sind. Wir sind ja freiwillig hingeflogen, aber sitzen jetzt so ein bisschen fest, weil wir könnten nicht mal wegfliegen. A, da unser Schiff beschädigt ist, und B, würden wir durch dieses komische Unwetter, das da oben sich tummelt, auch nicht mehr durchkommen. Das heißt, wir sind theoretisch gezwungen, diesen Planeten jetzt zu erkunden. Was so ein bisschen auch was anderes schon ist. Also, es wirft vielleicht sogar schon ein ganz anderes Setting von Anfang an auf. Und natürlich scannen wir erstmal unser Schiff. Das Schöne, man sieht jetzt hier links und rechts, wurden Unterkategorien geschaffen. Das finde ich auch sehr schön. Und zwar, wenn wir jetzt durchklicken, dann habe ich es weggeklickt. Nee, aber was ich sagen wollte, hier Datenbank. Erstmal das Inventar finde ich eigentlich ganz cool. Das Menü halt. Das ist drehbare. Und wenn wir hier auf Datenbank gehen, dann können wir hier auf Erforschung gehen, hier auf Mechanismen, auf Fahrzeuge, und dann haben wir das Samus Kampfschiff. Das unterteilt das Ganze halt. Das ist ein bisschen blöd, wenn man was Spezielles sucht, weil da muss man hier 10 verschiedene Sachen immer wieder aufmachen, aber es ist ganz nett, weil es die Sachen unterteilt. Und ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr zu scannen vorerst. Das sind alles unwichtige Sachen. Können wir kurz auch scannen, dann sind sie weg, aber trotzdem. Was ist mit dir? Nee, okay, gut. Das können wir einfach kaputt schießen. Und ja, jetzt haben wir halt wieder so ein bisschen Tutorial. Ja, wie üblich halt, so das ist, wie anfangs auch, dieser Startbereich. Und, naja, dann hüpfen wir halt da runter in dieses finstere Loch. Kaum 2 Minuten auf diesem Planeten, schon müssen wir durch irgendwelche komischen Löcher kriechen und irgendwelche komischen Spinnenweben kaputt machen. Kann es dann einfach mal sein, dass wir auf einem schönen Planeten landen? So, hier sehen wir aber auch gleich, was wir tun müssen. Beziehungsweise können wir gleich mal die Tür scannen, ja. Und zwar ist das ein Typ 4 Sperrtor. Und zwar ein Sperrtor von der Galaktischen Föderation. Und wie wir ja gelesen haben, ist hier ein Schiff der Galaktischen Föderation notgelandet. Zumindest wurde von hier aus zum letzten Mal, oder hatte man hier zuletzt Kontakt mit dem Schiff. Und deswegen sind wir eigentlich auf der Suche nach gerade diesem Schiff. Was natürlich nicht so ganz so gut verlaufen ist, sage ich mal. Da wir ja jetzt hier festsitzen. So, ich glaube, hier gibt es jetzt auch schon die ersten paar Scans. Nee. Ihr seid, glaube ich, alle unwichtig. Da ist ein Kartenterminal. Das diesmal nicht als Scan zählt. Ich habe schon mal im ersten Teil erwähnt, dass es total konfus ist, was denn jetzt alles als Scan zählt und was nicht. Aber hier sind ja auch bloß wieder die 100% eigentlich wichtig und die probiere ich natürlich wieder zu holen, beziehungsweise die werde ich mir holen. Und die 100% Scans versuche ich natürlich auch mit reinzubringen. Damit haben wir jetzt die Karte hier von diesem Bereich zumindest so ein bisschen was. Und man sieht halt auch, dass die Galaktische Föderation hier ziemlich viel aufgebaut hat. Wobei ich es eigentlich ja gar nicht... Aha. Okay, ihr Viecher. Ich dachte gerade schon, was ist das für ein Schrei? So, wir haben hier erstmal Arbeitersplinter. Aber bloß eine eigentlich friedliche. Was heißt friedlich? Doch eine heimische Spezies halt. Friedlich in dem Sinne, dass sie jetzt bloß die Leichen hier in ihre Nester ziehen. Halt die Arbeiter von denen. Und mit den Splintern haben wir später auch noch zu tun. So, da haben wir, glaube ich, unseren ersten Scan von einem Soldat der Galaktischen Föderation und, naja, das Betriebsfeld ist erstmal außer Kraft. Kann man die Waffe einzeln scannen? Nee, okay, gut. Dann lesen wir mal unseren ersten Bericht durch. Marinekorps der Galaktischen Föderation, persönliches Logbuch-Eintrag, GSGTC Bennett. Irgendwas stimmt nicht mit den Sperrsystemen hier. 2-mal sind sie schon ausgefallen. Wir waren ausgesperrt, bis jemand kam, um es reinzulassen. Wenn das wieder passiert, werden wir den Köder für diese Bestien spielen. Naja, wenigstens würden wir dann endlich kämpfen, anstatt in diesem Kontrollbereich versteckt zu spielen. Ja, und damit hört man eigentlich schon, dass es... Ah, da ist gleich nochmal einer. So, scannen wir den noch.
So, persönlicher Logbucheintrag. SPC B. Reeves. Mir gefällt dieser Plan nicht. Dieser Bau ist nur ein kleiner Teil eines größeren Netzwerks. Auf diesem Planeten könnte es Dutzende von diesen Nestern geben und möglicherweise sind sie sogar alle miteinander verbunden. Durch die Ausrottung dieses Schwarms gewinnen wir vielleicht Zeit, aber es könnte auch einen Angriff der anderen Schwärme auslösen. Damit hört man schon, dass wir extreme Probleme eigentlich mit diesen Splintern haben. Genau mit denen, die wir gerade eben schon gesehen haben. Beziehungsweise natürlich nicht mit denen, sondern mit anderen. Mit größeren und gefährlicheren der Art. Ihr seid alle unwichtig, oder? Ja, keine Lebenszeichen, okay. Dann gehen wir darüber und sorgen mal wieder für ein bisschen Energie hier. Hier sollte es, glaube ich, auch keine wichtigen gegeben haben. Ne, die sind alle grün, weil sie, sehr gut, weil wir sie alle schon gescannt haben. Und hier haben wir die Bombenmulde. Ich glaube auch neu, dass man die scannen muss. Wenn ich mich richtig erinnere, schon, dass die auch nicht so offen gab in Metroid Prime 1. So, zumindest haben wir damit das, die Energieversorgung genau wiederhergestellt. Und die, die galaktischen Föderationsturm bleiben nicht tot, sondern werden zu Zombies. Was, so dieser erste Eindruck, denke ich, vermittelt. In was für eine Richtung es so ein bisschen läuft. Gut, es wird jetzt kein Zombie-Ballerspiel, aber es ist halt doch sehr dunkel, dieser Teil. Und das wird man, oder wie gesagt, das merkt man auch schon von Anfang an, davon, dass man einfach hier auf dem Planeten festgesetzt ist, dass hier jetzt Zombies auftauchen und sowas, ist wirklich ein anderes Setting. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil sie haben auch gut damit gearbeitet. Aber, na, wie gesagt, das werden wir später noch sehen. Jetzt muss ich mich erstmal hier gegen diese Zombie-Föderationstruppen wehren, die jetzt nicht so stark sind, wie ich dachte. Ja, die stammen von einem Chargebeam. Ich dachte, ich halte ein bisschen mehr aus. Wie gesagt, wir spielen auf dem Expertenmodus. Nehme ich immer noch gerne als Ausrede. Oh, und da können wir gleich... Können wir das noch scannen? Nee, natürlich nicht. Eine Türsperre zählt nicht mehr. Aber wir können das jetzt scannen und die Tür öffnen. Und hinter der Tür erwarten uns natürlich mehr. Ich soll es vielleicht mal scannen. Ne? Beinahe vergessen. So, und damit haben wir den dunklen Soldat gescannt. Verstorbener, was ist denn heute los? Ich kann überhaupt nicht mehr reden. So, aber nein, mit einem Chargebeam sind die ziemlich gut besiegt. Und in dem Scan steht so viel drin, wie dass sie von irgendeiner Art... Wurde es Parasit genannt? Ich hätte es lesen können, aber ich wollte es jetzt gerade nicht lesen, weil es nicht so wichtig ist. Ich habe eigentlich nichts verloren, deswegen brauche ich mich nicht aufladen. Aber irgendeine Art Parasit oder fremder Organismus, wie man auch gesehen hat, der den umkreist hat, den Piraten hat ihn halt... Ne, Quatsch, den Piraten, den Soldaten, hat ihn halt wieder zum Leben erweckt. Und... ja. Da haben wir schon eine dunkle Gestalt gesehen, die sehr stark nach uns aussah. Zumindest uns sehr ähnlich. Und, da wir keine andere Möglichkeit haben, drüber kommen wir nicht, vorbei kommen wir auch nicht. Sehr gut platziert, dieses Tor übrigens. Gehen wir halt durch dieses Tor und folgen dieser mysteriösen Gestalt.
Chozo-Kampfanzug Version, ach was weiß ich, Achtung, Ausrüstung wurde von fremden Wesen entwendet. Space-Jump-Schubdüsen fehlen, Grapple-Beam-Auslöser fehlt. Morphball-Boost-Einheit fehlt. Generator für Powerbomben fehlt. Raketenwerfer fehlt. Bombenmodul des Morphballs fehlt. Restliche Systeme sind aktiv und einsatzbereit. Wow, so viel haben wir noch übrig. Das ist ja toll. Naja, wir haben wenigstens den Morphball noch. Das ist schon mal etwas. Und naja, in der Cutscene hat man jetzt relativ viele neue Sachen gesehen, sage ich mal. Und ein paar von denen kann ich jetzt, beziehungsweise eins kann ich jetzt eigentlich gleich erklären. Und zwar diese dunkle Gestalt, die wir gesehen haben, die, naja, ich sag mal, uns zum Verwechseln ähnlich aussah. Das war, ja, wie soll man sagen, das war unser früherer Fessen-Suit, der sich ja mit diesem Fessen-Kern verbunden hat, beziehungsweise mit dem Fessen, mit dem Metroid Prime verbunden hat. Und das ist dabei rausgekommen. Was das genau ist, das werden wir später noch erfahren, aber wie gesagt, das ist theoretisch das Metroid Prime, das sich jetzt in unserem Fessen-Suit wiederbelebt hat, muss man sagen, eigentlich. Eigentlich so könnte man es schon fast richtig sagen, durch diese pure Fessen-Menge ja auch von dem Fessen-Suit, weil der Fessen-Suit war ja auch... Ja, der ist ja dadurch entstanden, dass der Omega-Pirat auf uns reingefallen ist und wir deswegen purem Fessen oder seinem Fessen ausgesetzt waren. Und deswegen hat sich unser Suit ja in den Fessen-Suit entwickelt oder verwandelt. Ah, nee, du bist bloß ein Unwichtiger. Ich muss wirklich dran denken, alles zu scannen und nicht einfach hier bloß so ein bisschen durchzurennen. Kisten konnten wir hier doch nicht scannen, ne? Nee, okay. Und, naja, zumindest hat uns gerade, naja, das Metroid Prime wieder herzlich begrüßt. Es ist nämlich so ein bisschen auf Racheaktion auch in diesem Teil. Und naja, wir haben noch ein paar andere Sachen gesehen. Einmal diese finsteren Viecher und das andere Mal natürlich diese seltsame Welt, wo wir waren. Das sind beides noch Sachen, wo wir später... Ja, ich weiß, dass... Naja, komm, gib's mir. Örtliche Speicherstation? Was? Ich weiß, dass da unten eine Speicherstation ist. Ja, ist mir durchaus bewusst. Ich hab's absichtlich verpasst. Danke, Spiel. Sehr nett von dir. So, wo war ich? Ja, genau, diese finstere Welt und die finsteren Viecher auf dieser Welt, die uns gerade angegriffen haben und alles geraubt haben, die werden später vom Spiel noch erklärt. Deswegen brauche ich das jetzt nicht vorwegnehmen. So, dann können wir erstmal dich hier scannen. Du solltest das Ding hier hochfahren, oder? Genau, sehr gut. Hätte mich auch stark gewundert, wenn nicht, weil sonst kämen wir hier nicht weiter. Und man sieht wirklich schon, dass die Galaktische Föderation hier sehr fleißig war. Was das Bauen angeht, hier Lastenkräne und sowas. Also sie waren hier nicht bloß ein paar Tage auf dem Planeten.